Um zu überprüfen, wie sicher Medikamente oder Chemikalien sind, werden bislang Tierversuche durchgeführt und das verpflichtend. In Deutschland sind es alleine etwa 400.000 Tiere pro Jahr, Kaninchen, Ratten, Mäuse, aber auch Hunde und Katzen, denen beispielsweise Chemikalien in die Augen geträufelt werden, um zu kontrollieren, ob sie ätzend sind. Ein Forschungsteam aus den USA hat jetzt eine Software entwickelt, die die Gefährlichkeit von chemischen Stoffen mindestens genauso gut einschätzen kann wie Tierversuche, zum Teil sogar noch besser. Das Ende der Tierversuche, Klicks und Science and Fiction. Hier gibt es täglich faszinierende Science-Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Wir haben hier bei Klicks und Science and Fiction ja schon öfter darüber berichtet, dass künstliche Intelligenz in der Lage ist, die Forschung in verschiedenen Bereichen zu revolutionieren. Und die Revolution geht weiter. Krankheiten könnten schon bald durch Algorithmen diagnostiziert werden, Genome kostengünstig sequenziert werden und neue Medikamente entwickelt werden. Computer könnten für jeden einzelnen Patienten und jede einzelne Patientin individuell angepasste Medikamentencocktails finden. Statt einem Wirkstoff nach dem anderen zu testen, könnte intelligente Software auf Grundlage der genomischen Daten des Patienten oder der Patientin die Literatur nach der perfekten Medikamentenkombination durchsuchen. Auf einen Schlag können so Tausende von Kombinationen analysiert werden und dem Ärzteteam vorgeschlagen werden. Genau daran tüfteln große Tech-Firmen wie Facebook, Amazon, Apple, Google und Microsoft. Und genau auf dieser Grundlage hat jetzt ein Forschungsteam aus den USA eine Computersimulation erstellt, die in der Lage ist, Chemikalien nach ihrer Giftigkeit sehr genau vorauszuberechnen. Notwendig dafür waren jede Menge maschinelle Lerneinheiten mit zahlreichen Versuchs- und Sicherheitsdaten. Um Stoffe zu analysieren, benutzt das Computerprogramm viele verschiedene Daten, beispielsweise Ergebnisse aus bereits durchgeführten Laborexperimenten oder Tierversuchen, Daten zu der Molekülstruktur der Stoffe und sonstiges Wissen zu der möglichen Wirkung im menschlichen Körper. Das Computerprogramm ist zudem in der Lage, die zu untersuchenden Chemikalien mit ähnlichen Strukturen zu vergleichen, bei denen die Wirkung bereits erforscht ist. Als Grundlage für seine Berechnungen standen der Software dann eine gigantische Datenmenge zur Verfügung. Konkret nämlich die Daten zu 10.000 chemischen Stoffen und 800.000 Tierversuchen, allesamt von der Europäischen Chemikalienagentur ESHA. Diese konnte die Software dann nutzen, um die Wahrscheinlichkeit einer möglichen giftigen Wirkung von bislang noch unbekannten Substanzen vorauszusagen. Und das Ergebnis ist beeindruckend, denn die Ergebnisse der Algorithmen sind eindeutig. Eine gesundheitsschädigende Wirkung konnte die Software zu 85 bis 95% richtig einschätzen. Tierversuche sind dagegen oft lange nicht so eindeutig. Bei mehreren Testläufen kommen durchaus auch unterschiedliche Ergebnisse zustande. Die Wahrscheinlichkeit nämlich, dass das Ergebnis eines Tierversuchs im zweiten Anlauf dem ersten Durchgang entspricht, liegt nämlich nur bei 78 bis 96%. Die Europäische Chemikalienagentur ESHA jedenfalls ist solchen computerbasierten Methoden zur Sicherheitsprüfung aufgeschlossen. Schon jetzt fordert sie Unternehmen auf, diese einzusetzen. Doch die Leitlinien dazu müssen in der Praxis auch umgesetzt werden und auch die US-Umweltschutzbehörde ist schon seit längerer Zeit auf der Suche nach Alternativen und hat eine Strategie entwickelt, mit der Verfahren gefördert werden, die ohne Tierversuche auskommen. Diese Entwicklungen könnten in Zukunft tatsächlich das Leid von Millionen Tieren verhindern. Wie fühlt es sich an, Tiere zu töten? Ja, ein sehr, wie soll ich sagen, interessantes Video von MyLab. Draufklicken, anschauen, kommentieren und MyLab natürlich abonnieren. Bis dann. Bleibt dran.